der vorerst letzten Folge der Blue Box trifft Claudia Pichler unseren Lindsay zum Tratsch. Dabei entdecken sie sein Kommentatorentalent und klären ein für alle Mal Weißwurst oder Schnitzel. Blue Box, präsentiert von Die Bayerische. Servus, Tim. Servus. Schön, dass du da bist, dass wir heute ein bisschen mehr von dir erfahren. Wir fangen direkt an mit deiner ersten Blue Box. Okay, gehen wir es an, ja, natürlich. Ja. Dann reiche ich dir die schon mal und schau mal rein und sag, was du findest und was du damit anfangen kannst. Das sind einmal zwei Bilder. Ja. Einmal ist eine Weißwurst mit einem Brezen und einem süßen Senf. Ja. Und ich schätze mal mit einem Bier dazu. Ich schätze auch. Soll ich mal zeigen. Und nebendran natürlich ein gutes Schnitzel. Hoffentlich aus Wien, mit einem traditionellen Petersilie-Erdäpfelsalat und ein paar Scheiben Zitronen dazu. Genau, München, Wien, Weißwurst und Schnitzel, für was darfst du die entscheiden? Ich habe Weißwurst schon relativ früh kennengelernt. Bei meinem Opa in der Steiermark gab es das früher schon, hat mir früher auch schon sehr gut geschmeckt. Aber ich glaube, mein Wiener Herz schlägt doch ein bisschen mehr fürs Schnitzel. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn es bei uns bei 60 ein Weißwurstfrühstück gibt. Also beides. Beides super, ja. Aber das Wiener Schnitzel ist schon, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen mehr was für mich. Ja, aber ich habe noch weitere Entweder-Oder-Fragen für dich, okay, wo du dich entscheiden musst, nämlich Oberster oder Liptauer? Oberster. ÖFB oder DFB-Pokal? DFB-Pokal ist, glaube ich, schon spektakulärer. Leverkassemmel oder Eitrige? Wow, beides sehr gut, aber Eitrige ist super und vor allem Hotdog. Eitriger Hotdog ist Hotdog. Weltklasse. Und wenn du nur Eitrige bestellst, mit einem Krokodil und einem 16er Blech dazu. Ein Krokodil, was ist das? Krokodil ist ein Essiggurkel. Und 16er Blech ist ein Otterkringer Bier. Ja, und das heißt 16er Blech, weil es aus dem 16. Bezirk kommt und in der Blechdose serviert wird. Das klingt vorzüglich. Ja. Da stinkt die Leberkasse mir einfach ab. Ja, das stimmt. Bezi oder Almdudler? Almdudler. Ah, das ist aber auch. Das kam jetzt schnell. Ja, ich habe jetzt vor kurzem Geburtstag gehabt und da habe ich für die ganze Mannschaft so Almdudler Kisten mitgebracht und eine Sachertorten. Also ist jetzt nicht die beste Kombination, aber ich dachte mir, zwei österreichische Sachen bringe ich zu meinem Geburtstag mit. Und aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du deinen Geburtstag mit Almdudler gefeiert hast, ne? Natürlich. Ach ja, gut. Das nächste ist ein bisschen fies. Austria Wien oder FC Bayern? Kann ich beide nicht wirklich leiden. Also weder noch. Wiesn oder Prater? Ich war erstaunlicherweise noch nie auf der Wiesn. Jetzt spiele ich endlich in München Fußball. Und dann gibt es keine Wiesn. Das war Wahnsinn. Deswegen muss ich leider Prater sagen, weil ich da halt schon viel öfters war. Ja, noch, also wenn es die Wiesn mal gibt. Ich will unbedingt mal auf die Wiesn. Ja. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall erlebt haben. Auf jeden Fall. Süßer Senf oder Creme? Creme. Gut, sehr gut. Das waren schon die Entweder-Oder-Fragen. Du bist ja schon mit 16 ausgezogen, oder? Genau, ich bin mit 16 von Rapid zu Hoffenheim gewechselt und habe dort dann bei einer Gastfamilie gelebt, zwei Jahre, bevor ich dann mit einem aus meiner Mannschaft in eine Wohnung gezogen bin. Und ja, jetzt bin ich schon 6 Jahre in Deutschland. Ja. Und wie ist es dann, wie hältst du den Kontakt mit deiner Familie? Ja, mein Vater will natürlich wissen, wie jede Trainingseinheit lief. Und mein Vater kommt sehr oft zum Spiel zuschauen, vor allem bei Heimspielen, versucht das immer wieder herzukommen. Ja. Und ja, wir FaceTime schon sehr viel. Also mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, meinem Vater bin ich schon viel in Kontakt. Und ja, mit Freunden gilt das Gleiche. Also immer wieder mal per FaceTime. Fühlst du dich in München auch schon ein bisschen heimisch? Oder bist du auch ja, voll. Es ist ja sehr ähnlich wie Wien. Also ziemlich ähnlich aufgebaut, bis auf das jetzt halt in München noch Berge rundherum sind, was mir auch relativ gut taugt. Ja, von einer Großstadt zur anderen Großstadt, die auch grüne Bereiche dabei haben, was mir sehr taugt, fühle ich mich sehr wohl, ja. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede? Ich glaube, wir Österreicher sind ein bisschen lockerer als die Deutschen, vor allem in Baden-Württemberg. Gerade eine Kurve gerettet. Ja. Nein, also wie gesagt, also Bayern, München ist ja relativ ähnlich zu Österreich, aber ja. Umstellung war schon groß zu Baden-Württemberg. Ja. Das glaube ich. Vor allem in der Sprache gab es ein paar Sprachbarrieren. musste ich mich schon zusammenreißen am Anfang.
Ja, sehr schön. Aber inzwischen bist du ja eben in München auch angekommen, hast ja auch eine Familie, die Löwenfamilie. Ja, da versteht mir jeder. Ja, genau. Aber von der oder beziehungsweise von einem Mitglied der Löwenfamilie kriegst du jetzt einen kleinen Gruß. Gebe ich dir das mal. Schau mal rein. Aus der Quarantäne. Genau. So, Vorwarnung. Es wird nicht schön, aber selten. Achtung. Schalalalalalalala. Linsi Linsbichler. War schon der beste Sänger, bin ich nicht. Und außerdem bin ich ja noch in Corona-Quarantäne. Deswegen hab bitte ein Nachsehen, aber servus und schön, dass du bei der Blue Box dabei bist. Ja, du bist noch gar nicht so lang bei den Löwen. Und deswegen hätte ich natürlich schon die erste Frage an dich heute. Wie ist es für dich, wenn man jetzt noch gar nicht so lange dabei ist und auch noch relativ jung ist und hat aber schon einen eigenen Fangesang? Nimmst du das irgendwie wahr? Im Trainingslager ist das ja einmal gesungen worden. Kommt das bei dir auch? Oder wie ist das im Grünwalder Stadion, wenn die Fans da deinen Namen rufen? Was macht das mit dir? Das hat mich natürlich interessieren und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Heimspiel wieder in Giersing sehen. Viel Spaß bei der Blue Box. Ja, es ist schon, ich glaube, außergewöhnlich. Taugt man schon. Also begonnen hat es ja im Trainingslager im Sommer in Windischgarsten. Da dachte ich eher, dass es halt die österreichischen Fans sind, die da halt ja, sich einen Spaß erlauben. Und dass sich das jetzt dann halt über das halbe Jahr durchgezogen hat, bis ins Trainingslager nach Belek. War schon eine ordentliche Überraschung, aber gibt auch einen gewissen Push im Training, wenn da auf einmal jedes Tor oder jede Aktion, jede Kleinigkeit bejubelt wird. Ist dann schon relativ viel geworden und so im Stadion, wenn du eingewechselt wirst und das Stadion deinen Namen ruft, ist geil und ja, wenn du halt gerade mal aufwärmst und irgendeiner schreit, Linse, ja, dann freust du ja. Also ist schon echt was Besonderes und finde ich schon echt geil. Ja klar, ja, ich verstehe. Aber wir bleiben mal beim Thema Musik. Ist Musik für dich wichtig in deinem Leben? Ich habe einmal Gitarre gespielt. Ach, wirklich? Ja, aber nur ein paar Jahre. Das hat man irgendwie am Anfang erstmal voll taugt und dann, als ich gemerkt habe, man muss üben, dass man besser wird, hat man dann das Gitarrespiel nicht so taugt, weil ich dann doch lieber Fußball spielen gegangen bin. Und Musik höre ich eigentlich. Aber was die ganze hast du dann Zeit. So gespielt auf der Gitarre? Ja, ich hätte mal ein paar Noten, aber ja, kann ich aber den Refrain von Come As You Are von Nirvana konnte ich. Das ist doch schon mal was. Ja, das sind ein paar Töne, die ich hinkriegt habe, aber mehr konnte ich auch nicht. Und was hörst du so persönlich gern für Musik? Kreuz und quer. Also ich höre eigentlich echt alles, das was gerade läuft, höre ich persönlich. Was schon American Hip-Hop würde ich sagen, was mir so am meisten taugt. Schlager würde ich mir jetzt selber nicht reinziehen, aber wenn es jetzt halt mal wo läuft, dann krölt man halt schon. Versucht man mit zu krölen. Wie ist es mit österreichischen Sachen? Ich weiß nicht, so Wander oder Bilderbuch oder sowas? Oder? Ja, da gibt es schon einige Songs, die da dabei sind. Seiler und Speer ist auch ganz geil. Aber das würde ich jetzt wahrscheinlich zu Hause nicht selber von alleine anmachen. Wenn es läuft, taugt es mir. Ja. Aber wie gesagt, ich drücke meistens auf Shuffle oder drehe irgendeine Playlist an, die ich gar nicht kenne. Also du hast jetzt auch nicht sowas wie zum Spieltag, dass du eine bestimmte Playlist hörst? Nein, oder irgendwie nicht, so? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wie ist es in der Mannschaft? Gibt es da wen, der da irgendwie für die Musik? Ja, da haben wir eh einen DJ. Da haben wir einen DJ. Also im Kraftraum ist es der Ede meistens. Aha. Und vorm Spieltag ist es der Semi, der uns da mit seiner Musik pusht. Ja, und was hört es dann da? Was wird da gespielt? Ja, von Deutschrap zu American Hip-Hop, R&B, Rap, alles. Kreuz und quer mit dabei. Das, was uns halt pushen soll. Ja, sehr gut. Oh, ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Box, weil ich bin sehr gespannt, ob du damit überhaupt was anfangen kannst. Das hört sich schon mal gut an. Die muss man ganz vorsichtig nehmen. Pass auf. So. Ganz vorsichtig, hast du gesagt? Ja, so vorsichtig auch nicht. Es ist nämlich ein bisschen schwierig zu erkennen. Schaum. Gummi, das hat man doch normalerweise beim Baseball oder so. Ja, oder? Genau. Mhm. Steht da gut, aber es hat natürlich eine Bedeutung und ich bin jetzt nicht sicher, ob du darauf kommst, aber... Ja, die Nummer 1 in München sind wir, oder? Also das ist schon mal richtig, aber tatsächlich spielen wir nur auf was anderes an. HSK Krankl.
Ja, und er war der Torjubel, oder? Ja, genau. Und der, ich werde narrisch. Ja. Die Finger. Finger, genau. Kennt man natürlich. Sehr gut erkannt, genau. Aber das ist noch nicht alles, sondern du wirst jetzt für uns diese legendäre Szene, wirst du uns jetzt kommentieren. Aber textsicher bin ich nicht, gell? Nein, du kannst ja deine eigene Interpretation machen. Okay. Aber du hast das ja bestimmt ein bisschen auch im Ohr. Leg los. Guter Diagonalball. Er sucht Hans Krankl, der deutsche rechte Außenverteidiger verschätzt sich. Krankl geht vorbei, lässt den Deutschen ins Leere rutschen. Krankl, ich werd narrisch! Österreich führt Hans Krankl gegen unsere deutschen Freunde. Ich werd narrisch. Super Tor von unserem Teamstürmer Hans Krankl, dem Goliator. Unglaubliches Tor. Gänsehaut pur, meine Damen und Herren. Hans Krankl in der 43. Spielminute. Super. Oh, voll emotional geworden. Ja, Wahnsinn. Ich möchte gleich weiterschauen. Ja, so oft ist es noch nicht passiert, dass wir da gegen die Deutschen geschossen haben. Zum Thema Vorbilder. Dein Vorbild ist jetzt nicht unbedingt aus Österreich, sondern eher ein bisschen nördlicher. Und man sieht da optisch schon ein bisschen. Ja. Nämlich, wer ist dein großes Vorbild? Schon seit langer Zeit Zlatan Ibrahimovic. Imponiert mich sehr, hat großartige Tore geschossen, ist ein super Spieler von der Größe her, wie er sich bewegen kann, wie er mit dem Ball umgehen kann. Die Frisur habe ich aber nicht, seinetwegen. Die ist jetzt wegen der Corona-Pandemie zustande gekommen, weil die Friseure am Anfang nicht offen hatten und ich dann auch keine Lust hatte, dachte ich mir, ich probiere mal was Neues aus. Und ja, mir taugt es mittlerweile und deswegen bleiben die Haare jetzt auch noch eine Zeit lang so. Ja. Und ja, Ibrahimovic ist schon einer meiner Vorbilder, aber ich schaue gern Spielern zu, die jetzt auch groß sind und vorne drin stehen, zum Beispiel Edin Dzeko, Olivier Giroud, sind jetzt schon Spieler, denen ich gern beim Fußballspielen zuschaue. Ja, sehr gut. Wir haben noch eine letzte Box für dich und die hat mit Zlatan zu tun. Und zwar, schau mal rein, da findest du nämlich Zitate von Ibrahimovic, aber nicht alle sind tatsächlich von ihm, sondern manche sind nämlich auch erfunden. Und das ist jetzt quasi deine Challenge. Zitate lese vor und sag dann, ob du glaubst, dass es tatsächlich von Ibrahimovic ist oder einfach frei erfunden. Wenn ich 20 wäre, hätte ich heute Abend 4 Treffer erzielt. Aber ich bin 38, also habe ich nur 2 gemacht. Also das kann gar nicht von ihm sein, weil er hat wahrscheinlich gesagt, dass er dann noch mehr geschossen hat, wenn er älter ist. Na, tatsächlich ist es von ihm. Was? Ja. Wirklich? Nein, also so hätte ich ihn jetzt nicht eingeschätzt, meinen guten Freund. schade. Ich bin wie ein Stern, schön anzusehen und unerreichbar. Na, er vergleicht sich ja des Öfteren lieber mit einem Gott oder einem Löwen. Stern ist mir jetzt noch nicht so oft untergekommen, aber dass er halt viel von sich selber hält und unerreichbar ist, könnte halt auch sein. Wer hat denn die anderen Zitate geschrieben? Ich nicht. Du nicht? Na, da würde ich auch Nein sagen. Das stimmt, genau, das ist ausgedacht. Ja. Man muss beim Spielen nicht übertreiben. Statt zu rennen, kann man aus 40 Metern schießen. Ich glaube, das ist von ihm. Das hat er mal gesagt, als er jetzt bei Milan unterschrieben hat, weil er sein Spiel Typ halt anpasst und als alter Mann nicht mehr viel rennen muss, sondern einfach, wenn er einen Ball kriegt, schießt und so Tore schießt. Also von ihm, oder? Ja, genau, richtig, ja. Ich bin Clubpräsident, Trainer und Spieler, alles zusammen. Doch man bezahlt mich nur als Spieler. Das ist der negative Aspekt. Das hört sich auch nach ihm an. Ja. Schon geil. Ja. Zweiter werden ist wie letzter werden. Bei allem Respekt, aber ich müsste die Plätze 1 bis 5 belegen. Nein, ist nicht von ihm. Ist doch? Ist ja, von ihm? Ja, echt von ihm. Ob ihr es glaubt oder nicht, Zlatan schreibt Tagebuch. Es heißt Guinness Buch der Rekorde. Habe ich noch nie gehört. Das hat er früher gemacht, das macht er jetzt auch nicht mehr so oft, so ein kleiner Fun Fact. Früher hat er selber von sich immer in der dritten Person gesprochen. Deswegen kam er nicht so sympathisch rüber in Schweden. Aber ich glaube, mittlerweile macht er das nicht mehr. Ich würde Nein sagen. Stimmt, das ist ausgedacht. Ja, ausgedacht, ist nicht von ihm.
Wir suchen gerade nach einem Haus, aber wenn wir nichts finden, mein Gott, dann kaufe ich halt einfach das Hotel. Safe. Safe. Hundertprozentig hat er das gesagt. Ja, oder? Ja. Ja. Das war so klar. Ja, sehr gut. Gute Trefferquote. Danke, danke. Ein oder anderen hätte ich es vielleicht besser machen können, aber beim letzten war ich mir eigentlich 100% sicher, dass er das gesagt hat. Ja, du, vielen Dank für deinen Besuch hier bei der Blue Box. Und wir sind gespannt und freuen uns auf alles, was wir von dir noch hören und was da noch kommt. Das war's für diese Folge und für diese Staffel auch von der Blue Box. Aber es geht auch bald wieder weiter, also schaut's gern immer wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.